Sag mal, weißt du eigentlich, dass ich zu jeder erdenklichen Sekunde AFK stehe, um den Stuff für den Emmerpilis zusammenzubekommen? Weißt du zum Beispiel hiervon? Oder hiervon? Oder weißt du davon? Oder sogar davon? Viel kriegt ihr gar nicht mit und was dahinter steckt, dem gehen wir heute auf den Grund. Denn holy shit, das Projekt artet momentan in ganz neue Dimensionen aus. Folgt mir gerne auf Social Media. Ebenfalls streame ich jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag ab 20 Uhr auf Twitch. Und dann würde ich sagen, rein in das Video. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Leute, zu, ich glaube, für euch wieder einem neuen Video. Wir reden heute oder wir machen heute was für vor allem die YouTube-Zuschauer. Ich denke mal, Twitch kennt das plus minus. Die YouTube-Zuschauer wissen aber eigentlich gar nichts. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich gegenüber YouTube das Projekt ein bisschen vernachlässige. Ich zeige zwar auf YouTube den Prozess, was wir baumäßig machen, aber was ihr auf YouTube gar nicht mitbekommt, ist, dass ich 2500 Level habe, dass ich wieder Full Netherite habe. Woher kommt das eigentlich? Dass wir eine Schalker-Kiste haben, wo wir Schalker-Kisten drin haben mit OP-Stuff. Warum überhaupt? Wo habe ich das her? Und ich merke einfach, dass ich diese Farming-Dinge auf YouTube sehr vernachlässige. Die kriegt ihr eigentlich gar nicht mit, weil ich es am geilsten finde einfach, wenn die Videos auch am meisten eigentlich mit Bauprojekten gefüllt sind und nicht mit diesem Farming, ne? Das ist eher lame als alles andere. Und ich möchte hier heute einfach mal eine kleine Update-Folge machen, die sehr interessant wird. Also no joke, sehr interessant wird, weil dieses Projekt, glaube ich, viel mehr Tiefe hat als ihr, egal ob Twitch-Zuschauer oder YouTube-Zuschauer, als ihr eigentlich mitbekommt, weil hier viel mehr, viel, viel, viel mehr existiert, als ihr eigentlich wisst. In letzter Zeit haben wir viele Farmen gebaut, egal ob sie Raid-Farmen war, ob sie Baumfarmen waren, wozu auch in den nächsten 2-3 Wochen ein geiles Video kommen wird, egal ob sie Goldfarmen war, so viel war für den Amberpilis, so viel haben wir gebaut in Vorbereitung auf den Amberpilis und es sind auch noch 2-3 kleine Farmen, die definitiv gebaut werden müssen. Ich baue die Farm ja nicht nur, sondern ich nutze sie im Nachhinein auch. Und das nicht unbedingt wenig. Auch wenn ihr es nie mitbekommt, in den letzten, ja, ich würde sagen, 2-3 Monaten war nach dem Aufstehen der erste Schritt eigentlich der Schritt zum PC. In den letzten 2 Monaten war eigentlich mein PC 24/7 im Dauerbetrieb, außer nachts, weil es nachts einfach, ja, bei 30 Grad viel zu heiß war, den PC laufen zu lassen, um es so leicht zu sagen. Und auf jeden Fall kommt während der Zeit, in der man so AFK steht, an solchen Farmen mehr als viel Stuff zusammen. Ich bin der Meinung, die Zuschauer an sich bekommen nicht mit, was eigentlich im Projekt momentan abgeht, stufftechnisch. Und genau die werden wir in diesem Video ansprechen. Wir werden heute an wahrscheinlich 10 verschiedene Locations gehen. Wir werden tausende Doppelkisten an Stuff sehen. Wir werden heute ja für euch wahrscheinlich das Projekt zu einem neuen Level heben, weil ihr das alles gar nicht kennt. Der erste Anhaltspunkt ist eine Schneefarm, die ihr gar nicht kennt, Digga. Denn wir haben hier eine Schneefarm vor Ort. Die habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen, oder? Das kennt ihr gar nicht, oder? Wir brauchten ja für das Stadiumprojekt Schnee. Ebenfalls muss ja der Stuff irgendwo hin. Der Schnee muss ja aufgefangen werden. Und da habe ich, glaube ich, 2 Stunden mich hier rumprobiert mit einem Lagersystem und habe mich dann einfach für Trichter entschieden. Ja, und hier unten haben wir sau viele Doppelkisten, die eigentlich mal voll waren mit Schnee, halt jetzt nicht mehr, weil das schon alles verbaut ist in den Statuen. Was ihr aber ebenfalls nicht kennt, beziehungsweise was vielleicht manche kennen, aber nicht alle, ist die Bienenfarm. Ich habe nämlich in der Offscreen-Zeit hier mal eine fette Bienenfarm hinterlassen, bei der, so wie bei der Slime-Farm eigentlich, stand ich auch oft, nicht so oft, aber auch sehr oft AFK. Okay, das war jetzt nicht so ein überzeugendes Bild eigentlich. Aber wir haben hier ein paar Slime-Balls drin. Eigentlich ist, glaube ich, der Hauptteil des Slime-Lagers oben. Die habe ich nämlich immer umgecraftet und direkt eingelagert. Und nicht zu vergessen, haben wir ein paar Honigwaben. Ja, das Lager ist voll. Ich weiß auch nicht. Ich habe das mal vollkommen übertrieben. Ich weiß gar nicht wofür. Weil ich es nie wieder danach gebraucht habe. Aber ja, was soll ich euch sagen, Digga? Ich glaube, hier ist auch noch Bienenstöcker drin. Oh, Schalkerkisten, Digga, die können wir auch mal mitnehmen. Es ist alles voller Kisten und das hier ist einer der wenigen Orte, die so aussehen. Denn da gibt es auch noch mehr. Auch hier haben wir etwas, was ihr vielleicht gar nicht kennt. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal gezeigt. Aber hier ist jetzt auch nicht so viel eigentlich. Das ist lediglich eine kleine Angelfarm. Und in diesen Öfen wird immer mal wieder ein bisschen was gebrannt. Eigentlich ist da, glaube ich, nicht viel mehr als Stein drin. Nur auch an der Verzauberungsecke ist hier Saft drinne. Auch hier vor Ort der
Okay, ich weiß nicht, wie hier so eine fliegenden Viecher hinkommen. Auch hier bei der Goldfarm hört der ganze Spaß nicht auf, denn ich habe hier den Stuff, den wir zum Bauen der Goldfarm gebraucht haben, nie weggeräumt. Digga, hier ist überall noch Unmengen an Zeug drin. Also no joke, das ist hier einfach drin. Irgendwo habe ich es gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich euch ehrlicherweise gestehen, wie viel Stuff ich selbst in diesem Projekt habe, weil es halt einfach ultra krank ist. Diese 2500 Level habe ich in den letzten 2 Monaten, würde ich sagen. Wir hatten ja einmal einen Tod mit 1700 Level, das kennt YouTube auch noch nicht. Wir hatten auch einen Tod mit 1700 Level. Tötet mich so ein Ding One-Hit? Alles gut, ich töte den, ohne dass er mich hitten kann. Weil ich bin krasser Minecraft. Oh! Ja, jetzt bin ich tot. Hallo, Mama. Ja, ich bin leise. Sind mit diesem Tod sogar in eine Meme-Compilation gekommen. Auf einem Meme-Channel, Digga, was mir noch nie in meiner gesamten Zeit passiert ist. Und jetzt sind wir bei 2437 Level. Wir haben nicht nur ein bisschen Gold, wir haben sehr, 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 sehr viel. Ja, okay, so viel ist es jetzt hier eigentlich gar nicht. Nicht nur Gold wird hier gefarmt, sondern wir haben umso mehr verrottetes Fleisch. Ich habe ja gesagt, ich brauche verrottetes Fleisch für Emeralds und ich habe definitiv mehr als genug verrottetes Fleisch ab jetzt hier in dem Lager, denn Bruder, unser Lagersystem, wofür wir doch extra viel mehr Kisten, als ich eigentlich gebraucht hätte, eingeplant habe, ist fast voll. Es ist fast so weit. Diese ganzen Kisten, die ihr hier seht, hunderte Doppelkisten sind voll mit verrottetem Fleisch. Hunderte Doppelkisten sind wirklich voll mit verrottetem Fleisch. Das war nicht das einzige von der Goldfarm, denn die Goldfarm produziert dank unserem schlauen System hier natürlich auf der anderen Seite auch Gold. Die Goldingots werden eingelagert, das wisst ihr, und das hier vor Ort. Die Goldschwerter werden auch hier eingelagert, gebrannt automatisch und dann zu Goldnuggets gemacht und hier auch eingelagert. Ich habe jetzt schon zweimal insgesamt, das kann ich hier einmal einblenden, zweimal insgesamt habe ich hier jetzt schon umgecraftet und glaubt mir, Bruder, wir sind definitiv mehr als reich an Gold, Digga. Gold haben wir ohne Probleme en masse und auch dieses Lager neigt sich momentan wieder der Vollständigkeit. Die untere Etage war mal voll. Die habe ich schon umgecraftet und die obere Etage ist auch voll mit Goldnuggets. Es ist wirklich unfassbar insane. Das hier ist der nächste Step. Ihr kennt das. Das haben wir gebaut als Sand- und Keystuber. Eine schwere Entscheidung für mich gewesen. Nur auch wenn wir hier durch das Portal gehen, haben wir damals ein Lagersystem eingeplant mit über 2,5 Millionen Items. Ratet mal, welche Kisten komplett voll mit Sand und Kies sind. Ja, aber fast das komplette Lagersystem von 2,5 Millionen Items sind voll mit Kies und Sand. Wirklich alles. Und ich plane eine Folge, wo ich sowas vergrößere, weil das auch unfassbar krank ist. Ich fliege nicht umsonst hier hin. In der letzten Zeit stand ich nicht nur an allen anderen Farmen AFK, sondern ich stand auch an der Eisenfarm AFK. Die ist zwar kaputt gegangen, wird auch wieder repariert. Das seht ihr alles im Video zu der Baumfarm, was jetzt bald kommen wird. Setzt euch lieber, Chat. Chat, setzt euch bitte hin, F an dem PC, ja, sage ich ja. Ich habe mich ab und zu mal hier AFK gestellt und das Eisen umgecraftet und wir haben insgesamt über 5 oder 46, ich glaube auf jeden Fall über 40 Doppelkisten an Eisenblöcken. Wir haben über 40 Doppelkisten Eisenblöcke, Digga. Wir haben in der ganzen Welt Eisenblöcke in Schalkerkisten. Ich gehe von einem gesamten aus von über 100 Doppelkisten an Eisenblöcken, die wir im gesamten Projekt momentan haben. Und jetzt gehen wir mal zur nächsten Farm. Und das ist die Hexenfarm. An der Hexenfarm angekommen, ich kann auch hier meine Timelapse einblenden, wie die Hexen hier immer sterben, wie ich hier immer AFK stehe, dort oben an dem AFK-Place, da gehen wir jetzt mal nicht hin. Denn wenn ich einmal die Redstone-Kisten durchgehe, werdet ihr sehen, dass hier wenig drin ist. Einerseits, weil ich das Redstone immer nehme und umcraft, egal ob es für Redstone-Projekte wie die Baumfarm war, ob es für Projekte wie die Goldfarm war, ob es für das Statuenprojekt war, immer hatten wir irgendwie Redstone im Zivil und trotzdem ist hier mehr als genug Redstone ebenfalls noch vorhanden. Aber all diese Dinge, die ihr hier seht, all die Items, die eingelagert werden, sind voll. Es ist alles voll, Digga. Es ist alles komplett über... Ja, okay, das ist auch nicht komplett voll, aber fast alles ist komplett voll. Aber auch das hier ist
plus minus voll und ich musste tatsächlich in der AFK-Zeit, die wir hatten, hier schon ein Überfülllager einrichten, weil einfach zu viele Items gekommen sind. Wir haben hier ein kleines Überfülllager gebaut mit Stöckern, also hier, Digga, hier ist alles drin. Hier ist alles drin, was zu viel ist. Anders kann ich es euch nicht sagen und das Ganze geht auch relativ weit nach unten, das seht ihr. Oder wir sind reich an Stuff. Wir gehen mal als nächsten Step zur Weight Farm. Die Weight Farm, wie soll ich denn sonst ansprechen? Nein, aber die sagen, weil ich das R nicht betone. Sag mal nur. Weight Farm. Weight Farm. Ja, und das sagt man es doch nicht, oder? Hä? Weight Farm, ja. Wie denn? Nicht Weight Farm. Sag du? Weight. Mit einem R. Ja, Weight. Nee, du sagst aber Weight. Ja, wie aber denn sonst? Du, ja, du sagst Scheiße, auch Weight. Wir sagen beide Weight. Wie sagt man es denn sonst? Sagt man Raid Farm oder was? Fett ist eher Raid Farm. Also bei der Raid Farm ist auch jede Menge Saft zusammengekommen. Ich habe tatsächlich die ganzen Smaragdblöcke schon umgecraftet, um mit Villagern zu traden. Was das nächste Stichwort ist, denn bei der Villager Trading Hall haben wir auch ein bisschen was. Aber auch hier kann ich euch zeigen, würde ich euch gerne zeigen. Genau hier. Auch hier haben wir Glowstone en masse. Auch hier haben wir Zucker en masse. Auch hier haben wir, ja, Spinnenaugen mehr als genug, Digga, Banner. Ich weiß gar nicht, wohin ich mit den ganzen wandern soll, die hier drin sind. Ich benutze sie eigentlich nebenbei immer als Brennstoff für die automatischen Öfen. Nur auch das lohnt sich eigentlich kaum. Und auch dieses Lager hier ist, ja, komplett voll, Digga. Wir haben hier unten, glaube ich, auch noch mehr Stuff, ne? Warte, hier. Ja, hier haben wir so auch nochmal Redstone, was dazu kommt, Digga. Ganz viel Redstone. Dann, was ist hier drin? Ja, Gunpowder nochmal. Dann haben wir hier auch nochmal Glasflaschen und Stöcker, jede Menge. Alles zum Traden mit Villagern. Und wenn ich hier mal rausgehe, das solltet ihr ja alles noch kennen, haben wir ein Überfülllager. Fuck, man, wir haben echt zu viel Stuff. Also, no joke. Das sind die legendäre Wait Farm. Ach, Digga, scheiß drauf. Ich sag dazu gar nicht, Chat, scheiß auf euch, no joke. Wenn wir einmal zu Villager Trading Hall gehen, werdet ihr direkt Doppelkisten an Stuff sehen. Denn ich stand hier. Jungs, das ist aber keine legale Corona-Party hier. Kannst du die mal angreifen? Das ist ein bisschen enger Raum, würde ich mal sagen. Kann ich gerne machen, warte. Kommt mal her, Jungs. Ja, auf jeden Fall habe ich hier, wie ihr seht, Doppelkisten, denn ich nehme hier immer die Smaragde oder Emeralds aus der Wait Farm, um hier zu traden. Ich habe hier schon, glaube ich, ja, das seht ihr dann auch im Baumfarm-Video, 10, 15 Doppelkisten Glas ertradet. Und auch hier kann ich euch zeigen, da ich immer nebenbei was trade, dass wir, ja, ein bisschen was an Stuff hier haben. Wirklich jetzt nicht so entscheidend viel. Aber besser als nichts, würde ich sagen. Ich trade auch immer schon Lapis Lazuli für den Amber Plus. Und auch hier unten haben wir doppelkistenweise an Blöcken. Denn ich denke mir immer so, yo, vielleicht brauche ich die Blöcke irgendwann als Baublöcke. Und dann trade ich einfach drauf los und packe das hier in irgendwelche Chests. Hauptsache, wir haben es. Wisst ihr, wie ich meine? Hauptsache, wir haben es in irgendeiner Art und Weise. Auch hier haben wir, by the way, in den Doppelkisten irgendwie Stuff. Ich weiß gar nicht, warum. Das müssen wir irgendwann, wenn der Elmer-Pillis steht, dann nehme ich mir all das Zeug und dann wird das einmal umgecraftet. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwann dann, wenn der Elmer-Pillis irgendwie mal stehen passt und so, dann geht das. Ja, aber wir fliegen mal zur Wither-Skeletten-Farm. Wuffi! Was geht? Komm mal mit, Alter, warum bist denn du hier oben, sag mal? Wir sind hier bei der Wither-Skeletten-Farm, kennen wahrscheinlich viele gar nicht erst. Also no joke, das ist ja jetzt schon Ewigkeiten her, wo wir das Konzept hier gebaut haben. Und auch hier stand ich ab und zu auf K, das sieht man hier auch. Leider nicht mehr so aktiv, also no joke nicht mehr so aktiv, weil die Hunde hier irgendwie nicht mehr richtig funktionieren und die gesamte Farm dadurch ein bisschen rumspackt, was mich sehr stört. Aber auch hier bei der Wither-Skeletten-Farm gibt es jede Menge Stuff, der zu zeigen ist. Nach hier unten geht denn nämlich das Lagersystem weiter. Ich habe das irgendwann mal erweitert. Das hat, wie gesagt, YouTube nie davon Bescheid gesagt, in irgendeiner Art und Weise. Und wenn wir hier runter gucken, Bruder, dann seht ihr einmal hier, dass dieses Lagersystem sich sehr, sehr weit nach unten erstreckt. Und hier werden ganz, ganz, ganz viele Knochen eingelagert. Ich weiß nicht, Knochen braucht man eigentlich nicht so oft. Aber für weißen Farbstoff, für Glas oder für was auch immer du so viel weißen Farbstoff brauchst, dachte ich mir immer, yo, vielleicht wird es irgendwann worth. Und irgendwann denke ich mir, yo, da ich das vergrößert habe, war meine Rettung oder so. Auch hier haben wir noch ein paar Wither Skulls, aber nicht so viele. Jede Menge Kohle ohne Ende, Digga. Und nicht zu vergessen, so ein bisschen Stuff hier, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Wisst ihr, wie ich meine? Nur so. Ich habe hier vor langer Zeit ja diese Berge alle begradigt und per Hand abgerissen, Digi. Und auch da haben wir hier erstens ein paar Doppelkisten. By the way, es ist super gut, dass gerade Nacht ist. Da haben wir auch ein paar Doppelkisten, aber das Hauptaugenmerk liegt eigentlich hier.
Denn all diese Doppelkisten, die ihr hier seht, sind... Ja, ich habe direkt wieder eine Leere gegriffen, ne? Weil da mal Erde drin war oder so. Aber sonst sind wirklich alle Doppelkisten, die ihr hier seht, voll. Außer, glaube ich, der Teil, genau. Der Teil ist leer, Digga. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall irgendwann mal sehr viel Verwendung für gesucht. Auch hier haben wir noch Schalker-Kisten und Doppelkistenweise an Zeug zusammen rumstehen, was ja krank ist. Und nicht zu vergessen, bei der Baumfarm hinten, Digga, da sind auch noch Kisten mit Stuff, was da auch immer rumsteht, da ist auch noch ganz viel Crap-Zeug drin. Wir haben sehr viel für den Ember Palace gebaut und haben auch schon sehr viel Stuff dafür zusammen. Leider lange noch nicht so viel, wie es eigentlich sein sollte, beziehungsweise wie das Ziel ist, ne? Das wisst ihr noch lange nicht so viel. Ja, wir bewegen uns immer schneller und immer näher dahin. Wir sind an einem kleinen, sehr großen, also an einem kleinen, großen Projekt dran momentan. Aber darüber erfahrt ihr in den nächsten Wochen was. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, nächste Woche Sonntag um 16 Uhr und würde dann erstmal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao meine Freunde, lasst gerne ein Like und ein Abo da, by the way, das wäre sehr cool.